Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und es gibt schon wieder neue Neuigkeiten zum PvP-System, denn das Team von MeinMMO konnte es bereits testen, hat es direkt gespielt und hat natürlich weitere tolle Infos für uns zusammengefasst. Und wer die Seite nicht kennt oder das nicht verfolgt, für den werde ich hier noch ein bisschen mal erläutern, nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfassen, nochmal genauer drauf eingehen, was es da jetzt so gibt. Angefangen nochmal mit einem kleinen Screen, wie ihr hier seht, vom Kämpfen direkt und nochmal einen kleinen Überblick über die Features zusammengefasst, bevor wir dann direkt drauf eingehen. Ihr könnt gegen alle Spieler kämpfen, das geht durch Scannen des Battlecodes. Hyperfreunde könnt ihr aus jeder Entfernung herausfordern. Ihr könnt Gegner in verschiedenen Ligen herausfordern. Eine zweite Ladeattacke macht euch in den Kämpfen variabel. Zweimal pro Kampf könnt ihr ein Schild einsetzen, das die Attacke des Gegners abfängt. Das wusste man ja auch nicht genau, wie oft man das also einsetzen kann. Aber jetzt wisst ihr es, zweimal im Kampf könnt ihr das benutzen. Ihr könnt unbegrenzt oft kämpfen, ohne Tränke und Beleber einzusetzen. Das ist ganz wichtig. Also viele haben gedacht, okay, da muss ich ja tausendmal beleben und dann geht gar nichts mehr. Aber nein, ihr braucht keine Tränke, ihr braucht keine Beleber. Nach dem Kampf sind eure Pokémon normal wieder geheilt und ihr könnt sofort die nächste Runde starten. Als Belohnungen winken euch Sternenstaub und der Sinnohstein. Das war eine Vermutung, aber jetzt ist es also richtig bekannt. Der Sinnohstein ist offiziell eine Belohnung. Ihr könnt ihn euch auf diesem Wege natürlich noch weiter dazu verdienen. Kämpfe gegen die Teamleiter als NPC sind möglich. Bam! Wie könnt ihr andere Trainer herausfordern? Natürlich mit dem Battlecode. Der muss in der Nähe sein, der andere. Und ihr findet dann in der Nearby-Liste einen Battlecode, den ihr abscannen könnt. Und dann könnt ihr den anderen herausfordern. Das scannt ihr ganz normal ab. Dann wählt ihr natürlich einen Ligakampf aus, damit ihr beide festlegt, auch wie stark eure Pokémon sein sollen. Es gibt also immer noch diese drei Ligen mit verschiedenen WP-Grenzen, 1500, 2500 und keine Grenze. Dann wählt ihr eure drei Pokémon aus für euer Team. Warum nur drei? Es soll ein Kampf entstehen und kein Wechsel von Pokémon, um die Schwächen des Gegenüber zu nutzen. Darum gibt es nur drei statt sechs Pokémon. Kann ich mit allen Pokémon kämpfen? Nur zwei Pokémon könnt ihr nicht in eurem Kampfteam haben. Das sind Ditto und Ninjatom. Die sind tabu. Ansonsten könnt ihr mit allen Pokémon kämpfen. Ihr könnt also auch eure Legendären reinnehmen. Alles, was ihr so habt. Und so haben die natürlich wieder eine noch größere, wichtigere Rolle bekommen. Wenn man sie schon nicht in Arenen setzen kann, gibt es sie jetzt hier im PvP-System. Dann gibt es eine zweite Ladeattacke. Das wurde ja auch schon erwähnt. Die könnt ihr euch für Sternenstaub und Bonbons dazu erlernen, sozusagen. Ihr gebt also was aus, aber habt dafür eine zweite Ladeattacke im Kampf, was sehr von Vorteil sein kann. Mit der zweiten Attacke könnt ihr euer Pokémon variabel machen. So kann es Attacken von zwei Typen beherrschen und so effektiv gegen mehrere Typen sein. Ein Kyogre mit den Ladeattacken Hydropumpe und Donner kann so effektiv gegen Feuer, Boden und Gestein sein, zudem effektiv gegen Wasser- und Flug-Pokémon. Wie ihr seht, sind das natürlich auf dem Bildschirm. Ihr setzt normal also das ein, ihr drückt normal auf dem Bildschirm rum, wie auch beim normalen Kämpfen. Und sobald eine Attacke dann voll ist, drückt ihr natürlich auf diesen kleinen Kreis der Attacke. Und wenn ihr zwei Attacken habt, leuchten beide auf, links und rechts, wie man hier sieht. Und ihr könnt euch dann entscheiden, welche ihr einsetzen wollt. Deshalb sind da auch zwei Kreise drauf. Sobald der Balken der Ladeattacke voll ist, könnt ihr diese einsetzen. Ihr könnt eure Ladeattacke aber auch verstärken. Je schneller ihr auf das Feld, was beim Einsatz der Ladeattacke erscheint, drückt, desto stärker wird die Ladeattacke. Dafür habt ihr insgesamt 5 Sekunden Zeit. Es geht hierbei also um Schnelligkeit in euren Fingern. Ihr tappt also dann in diesen 5 Sekunden übelst auf euren Bildschirm. Das erinnert mich an Final Fantasy 8 damals, wenn man immer die GF eingesetzt hat, die Guardian Forces, und konnte da immer über Viereck-Taste hämmern, den Angriff noch verstärken, bis 250% konnte man hochschrauben, dass es einfach mehr Schaden gemacht hat. Dann gibt es eine Abklingzeit. Abklingzeit erschwert ständigen Wechsel. Wer trotz zwei Ladeattacken ständig seine Pokémon wechselt, der wird bestraft. Wechselt man sein Pokémon im Kampf, so ist das mit einer Abklingzeit verbunden. In dieser Zeit könnt ihr nicht angreifen, aber euer Gegner kann Schaden verteilen. Ladeattacke abwehren dank eines Schildes.
Setzt euer Gegner die Ladeattacke ein, habt ihr 5 Sekunden Zeit, um ein Verteidigungsschild einzusetzen. Dieses Schild habt ihr im gesamten Kampf 2-mal. Überlegt also gut, wann ihr das Schild einsetzt. Kann man Attacken auch ohne Schild ausweichen? Das klassische Ausweichen, wie wir es von Arena-Kämpfen kennen, gibt es nicht im PvP-Modus. Ihr könnt eine Attacke nur abfangen, indem ihr das Schild nutzt. Der Kampf ist zeitlich begrenzt. Wer nun meint, man könnte ein Hytera oder ähnliches nutzen, um einfach lange im Kampf zu überleben, der liegt falsch. Der Kampf ist zeitlich begrenzt und kann nur gewonnen werden, wenn das gegnerische Pokémon besiegt ist. Der Kampf endet, wenn ein Trainer alle 3 Pokémon verloren hat. Er geht dann als Verlierer vom Platz, wenn die Zeit im Kampf heruntergelaufen ist. Dann gewinnt der Trainer, der mehr gesunde Pokémon in seinem Team hat. Haben beide Trainer gleich viele gesunde Pokémon, gewinnt der Trainer, dessen Pokémon mehr KP übrig haben. Muss ich meine Pokémon danach wiederbeleben? Das ganze Kämpfen läuft ohne Tränke und Beleber ab. Ihr müsst nach einem Kampf also kein Pokémon wiederbeleben. Diese Belohnungen warten auf euch, denn es gibt keinen Verlierer. Damit der Kampf fair bleibt und beide Trainer belohnt werden, kriegen beide Spieler eine Belohnung. Diese fällt beim Gewinner etwas höher aus als beim Verlierer. Was sind die Belohnungen? In der Demo-Version gab es eine große Menge an Sternenstaub und den Sinnoh-Stein. Wie genau die Belohnungen aussehen, ist nicht bekannt, aber der Sinnoh-Stein scheint definitiv ein Bestandteil der Belohnungen zu sein. Das ist eine richtig gute Sache. Jetzt könnt ihr also 1000 Pokémon in der Woche entwickeln mit dem Sinnoh-Stein. Wie oft bekommt man Belohnungen? Man kann so oft man möchte gegen Freunde kämpfen. Die Belohnungen beschränken sich aber nur auf 3 Kämpfe pro Tag. Ab dem 4. Kampf bekommt man keine Belohnungen mehr. Ihr könnt also unendlich oft kämpfen, aber ihr solltet natürlich sehen, um das Maximum rauszuholen, dass ihr mindestens 3 Kämpfe am Tag macht. Weil ihr 3-mal belohnt werdet und wer nur einen macht, der verschenkt ja sozusagen 2 Belohnungen. Ich würde also sehen, neben dem Raid, dem täglichen Pass, dem täglichen Drehen der Arena oder des Pokestops, neben dem täglichen Fang eines Pokémons hat man jetzt also noch mehr, dass man auch täglich 3 Kämpfe macht wenigstens, damit ihr immer ganz vorne dabei seid, das Maximum rausschlagt. Dann gibt es auch eine neue Medaille. Da reden wir jetzt nicht von der Ast-Trainer-Medaille. Neben den Belohnungen bekommt ihr auch eine neue Medaille. Dort werdet ihr für das Kämpfen in der Meisterliga belohnt. Also, viele haben schon gesagt, ich werde nur in der Superliga antreten und ich mache nur so kleine Kämpfe. Aber ihr seht, es lohnt sich natürlich, in allen 3 Ligen aktiv zu sein, beziehungsweise besonders in der Meisterliga, da es dafür eine extra Medaille gibt, die extra belohnt wird. Kämpfen gegen NPCs. Fordert euren Teamleiter raus. Eine weitere große Neuerung ist das Kämpfen gegen NPCs, also den computergesteuerten Gegner. Die Gegner sind die 3 Teamleiter von Team Rot, Blau und Gelb. Das war ja schon bekannt. Ihr könnt sie nach einem ähnlichen Prinzip wie Spieler herausfordern. In eurer Nearby-Liste findet ihr die 3 Trainer. Dort könnt ihr nämlich trainieren, um eure Skills zu verbessern. Ihr könnt alle Leiter herausfordern, ganz egal in welchem Team ihr seid. Die Leiter haben verschiedene Schwierigkeitsstufen, die wie folgt aussehen. Team Blau ist am leichtesten zu besiegen. Oh, warum wohl? Ich habe ja immer gesagt, dass Team Blau immer abkackt und egal. Wir wollen jetzt hier nicht ragen. Team Rot ist der mittlere NPC und Team Gelb ist am schwersten zu besiegen. Oh, jo, mein Gott, so muss es sein. Unterscheidet sich das Kämpfen? Nein, der Kampf läuft nach demselben Prinzip ab wie gegen menschliche Gegner. Ihr wählt vorher die Liga aus, in der ihr antreten wollt und sucht euch anschließend die passenden Pokémon aus. Die Teamleiter haben in jeder Liga ein anderes Team. Ihr könnt also gegen insgesamt 9 verschiedene Teams antreten. 3 Teamleiter auf jeweils 3 verschiedenen Stufen. Teamleiter kämpfen mit legendären Vögeln. In der Meisterliga haben die Teamleiter jeweils ihr Waffenvogel als letztes Pokémon. Blanche kämpft mit Arctos, Candela mit Lavados und Spark mit Zapdos. Zudem haben sie 2 weitere Pokémon vom selben Typ. Dies gilt aber nur für die Meisterliga. In der anderen Liga kämpfen die Teamleiter mit anderen Pokémon. Lasst euch überraschen, welche Pokémon auf euch warten. Pro Tag bekommt man bei einem Kampf gegen die Teamleiter Belohnungen. Diese sind identisch mit denen der Kämpfe gegen Freunde. Bei jedem weiteren Kampf bekommt ihr keine Belohnungen mehr. So, ihr müsst also nicht nur 3 Kämpfe gegen Freunde machen,
sondern auch noch einen gegen den Teamleiter. Dann habt ihr also wirklich das Maximum rausgeholt und kriegt 4 Belohnungen am Tag zusätzlich. Auch mit Sternenstau, mit dem Sinostein, mit anderen Sachen. Und zusätzlich könnt ihr dadurch natürlich auch die Trainer, also die Ass-Trainer-Medaille hoch trainieren. Was auch der nächste Punkt ist, Ass-Trainer-Medaille kommt zurück. Nach dem Update 2017, bla bla bla, ging sie nicht mehr zu verbessern, kommt sie nun zurück. Ihr bekommt nach jedem gewonnenen Kampf gegen die Teamleiter einen Fortschritt bei dieser Medaille. Feature kann sich noch ändern. Da das Ganze natürlich nur eine Testversion war, beziehungsweise eine Demo-Version und nicht der finalen Version entspricht, können sich einige Sachen noch ändern, aber im Großen und Ganzen denkt man, wird das erstmal das sein, was jetzt auf einen zukommt. Ja, und dann gehen dicke Grüße raus an den Noah Struthoff vom Hesselhoff, der Struthoff. Vielen Dank für diesen tollen Artikel und für die vielen Infos und... Jetzt schreibt mal eure Meinung in die Kommentare natürlich. Was haltet ihr davon? Seid ihr gehypt? Seid ihr nicht gehypt? Habt ihr Bock auf das PvP-System? Wollt ihr kämpfen? In welcher Liga wollt ihr kämpfen? Und geht ihr fleißig trainieren oder habt ihr die Ass-Medaille schon voll? Die Ass-Trainer-Medaille? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.